Ahnungslose Moni hat ein Date mit Dennis auf dem Eiffelturm. Aber aus dem kleinen romantischen Ausflug wird plötzlich eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Denn Dennis macht ernst, kommt dabei aber voll ins Schleudern. Ja, ich wollte dir halt was sagen. Und zwar, das ist halt nicht jeden Tag, dass wir am Eiffelturm stehen in Paris. Ja? Und du gefällst mir sehr gut. Und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht, das ist erst einmal für dich. Und zwar, ob du mich heiraten möchtest. Nimm das kurz. Ich bin... Wie kurz? Ich weiß nicht, wo da. Wie kurz? Moni? 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 Nee, das war doch nur... Was ist los? Ich bin gerade etwas überfordert. Was ist los? Warte kurz. Wo gehst du hin? Was war denn das? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der hat mir gerade einen Heiratsantrag gemacht. Als erster Mann in meinem ganzen Leben. Das heißt, er hat mir meinen ersten Heiratsantrag versaut. Weil ich will meinen ersten Heiratsantrag von einem Mann haben, den ich wirklich liebe, der mich auch liebt, den ich heiraten will. Aber den will ich doch jetzt nicht heiraten. Als ich auf die Knie gegangen bin vor der Moni, das war die größte Blamage meines Lebens. Diesmal hat es sich Dennis gründlich verscherzt. Moni ist zwar blond, aber diese billige Nummer zieht selbst bei ihr nicht. Kannst du bitte kurz warten? Nein. Moni. Was ist los? Nichts ist los. Wo rennst du hin? Ich verstehe das nicht. Ja, weg. Ja, aber warum? Was, okay, was ist passiert? Du hast mich entjungfert. Warum machst du mir einfach einen Heiratsantrag? Ich hab dich eben leider nicht entjungfert. Jetzt hat er mich heiratsantragstechnisch entjungfert. Irgendeiner. Weißt du? Na, ich meine, warum überhaupt? Weil es blinkt und dann sage ich ja, oder was? Na, das war nicht. Das war... Okay, bitte. Also heiraten will ich sie logischerweise nicht. Ich meine, das ist ja verrückt, ich kenne sie seit ein paar Tagen. Aber ich möchte sie ins Bett kriegen. Wozu machst du mir einen Heiratsantrag? Wenn du mich einfach vögeln willst, dann hättest du es auch sagen können. Ja, dafür ist es jetzt zu spät, aber... Ja, definitiv. Mein Gott, Traubo. Wenn sie nicht checkt, ja, was ich alles für sie gemacht habe, dann ist sie selber schuld. Ich habe, Entschuldige, keine Lust mehr. Mein Gott, jetzt rennen wir nach auch noch. Versteh das nicht? Was ist denn so schwer daran zu kapieren? Wenn eine Frau geht, dann geht sie. Brauchst du nicht nachlaufen, das hat sowieso keinen Sinn. Moni will nur noch weg von Dennis. Beim Abgang legt sie einen Spontanauftritt in einem Rap-Videodreh hin. Genau der richtige Stimmungsaufheller für die blonde Wienerin. Er hat dich so ein bisschen angemalt. Merci. Thank you. Yeah. Jetzt ist mir echt schon alles scheißegal. Wirklich, ist mir wurscht alles. Die Dara hat letztens gesagt, du musst dich mehr promoten, du musst dich in den Vordergrund stellen, deswegen hau ich mich jetzt überall hin, wo ich eine Kamera sehe. Ja, egal. Der Typ war geil. Nichts zu verlieren. Moni will jetzt nur noch eins, den verpatzten Heiratsantrag ganz schnell vergessen und die Affäre Dennis mit ein paar Cocktails von ihrer Festplatte entfernen. Hallo, es tut mir so leid, dass ich dann, weiß ich nicht, crashe, aber du wirst nie glauben, was gerade passiert ist. Die Moni taucht auf einmal auf. Was macht die jetzt da? Aber ich frage mich, dass mein Pumpe endlich da ist. Aber es ist voll aufgelöst, was ist denn los? Alter, wenn der was gemacht hat, ich sag's dir. Töten. Töten und zupfe ab. Wir stehen am Eiffelturm und weißt du, was er macht? Er macht mir einen Heiratsantrag. Wirklich, schwör, Alter. Er hat mich entjungfert. Er hat ein... Nein, er geht auf die Knie. Ist ja gar keine Jungfrau. Ja, nein, heiratsantragstechnisch. Er hat mir einen Heiratsantrag. Ja. Ist das normal? Macht er vielen Leuten einen Heiratsantrag oder? Macht er das? Eigentlich nicht. Weißt du das? Jetzt seid ihr nicht so gut befreundet. Vielleicht tut er das.
Kann sein. Hat er mir noch nicht erzählt. Er hat gesagt, er hat mir erzählt, dass der Dennis eigentlich nie wirklich Beziehungen hat und nie wirklich über Frauen redet, weil er immer so viele auf einmal hat. Und weil er eigentlich nur herumvögelt. Ja, super! Jetzt fragt der Haberer, der Dennis macht das öfters. Der hat wahrscheinlich schon eine Monatskarte. Der fährt ja jedes scheiß Wochenende rauf mit irgendeiner Dussen und einen Jugendverzatz da oben einfach. Der macht das einfach mit alle Weiber. Das ist so, ah! Was haltet ihr davon, wenn wir gleich in den Club gehen? Uns zu betrinken? Betrinken ist für mich okay. Für dich auch okay? Ja, klar. Ja? Solange Dennis nicht dabei ist. Nee. Vielleicht taucht er ja auf. Na, komm bitte. Was? Ich habe ihm nichts davon erzählt, aber vielleicht hast du ihm davon was erzählt. Sie? Ich? Aber gleich muss ich zurücktreffen. Na, vielleicht hab ich ihm ja. Vielleicht erzähle ich sie mir. Ja, wir sind ja Friends, ne? Also, wenn er nicht kommt, dann geht nur mit. Ich sag ihm nichts. Moni ist immer noch Single und das muss gefeiert werden. Und zwar am besten in einer Disco. Wie gut, dass Fabrice das passende Etablissement für ihre Bedürfnisse kennt und die Mädels dahin begleitet. Wow, das geht schnell. Seite gibt keine schlechte Seite. Sei ehrlich. Ich muss die Netze ausfinden, aber die gibt es nicht. Magst du unsere High Heels? Auf was stehst du eigentlich mehr? Auf Brüste oder auf Ärsche? Auf Ärsche. Welcher ist schöner? Verschieden. Hä? Verschieden. Beide sind gut. Also es gibt voll unterschiedliche Männer. Die einen stehen auf Brüste, die anderen auf Ärsche und die anderen auf Füße. Das sind so die drei meist verbreitetsten. Füße nennt man immer so Fetisch und Brüste und Ärsche ist halt normal. Also ich habe schon gehört, dass eigentlich wir Menschen stammen ja vom Affen ab und der Affe steht auf Ärsche bei der Affenweibchen. Also eigentlich stehen alle Männer, die halt so noch mehr so urwaldmäßig unterwegs sind, nenne ich es jetzt mal, stehen auf Ärsche. Und die modernen Männer stehen mehr auf Brüste, weil der Mensch hat sich immer mehr aufgerichtet und dadurch sind die Brüste immer mehr ins Augenmerk gelangt. Hintern gefallen mir gut. Ich finde den Hintern zum Beispiel von der Tara gefällt mir etwas mehr, ein bisschen knackiger. Ich habe viele gute Seiten. Ich habe gute Seiten vorne, ich habe gute Seite hinten. Ich bin rundum eine gute Seite. Und damit auch jeder was davon hat, steigt sie auf die Bar, um sich von allen ihren guten Seiten bewundern zu lassen. Und auch Tara lässt sich nicht lumpen und schmeißt sich mit auf den Tresen. Wenn die Hütte voll aufräumen, wir machen jetzt Vollgas Party. Ich bin sowieso immer in Stimmung. Die Moni ist jetzt auch in Stimmung. Sie muss ihre geplatzte Verlobung feiern. Und Fabrice feiert mit uns. Hat auch einen Grund zum Feiern. Ich meine, feiert mit der Tara und mit der Moni. Hallo! Also Party, Party! Und der Dennis ist euch dabei. Yeah, yeah. Fabrice kriegt leichte Schwindelanfälle von Monis kreisendem Hinterteil. Aber bei den Franzosen kommt das österreichische Rhythmusgefühl im Doppelpack bestens an. Oh Gott, jetzt habe ich die ganzen Leute gesehen, die da sind. Typisch Franzosen, alle voll so langweilig und so. Das kommt davon, wenn man so viele Schnecken isst, redet man wahrscheinlich automatisch so voll langsam und so. Geht gar nicht. Da müssen erst wir kommen, damit es einmal eine gescheite Party gibt. Ja, da hat er geschaut, der Herr Mr. Arsch fixiert, wie wir auf der Bar tanzt haben. Das sind halt zwei Ärsche, ne? Zwei Ärsche auf der Bar. Gesehen. Nein, das funktioniert nicht. Zeig ich ihm, das soll mich runterheben und er weiß einfach nicht wie. Ich hätte vielleicht verkehrt runterkraxeln müssen, dann hätte er mir sicher mehr geholfen. Dann hätte er mir sicher am Arsch gegriffen beim Runterhelfen. Ich hab's falsch gemacht, siehst du? Das weiß ich. Hätte einen Lapdance, ich könnte nicht aussuchen, wer ihn macht. Wo ist ein Lapdance? Mach da! Ich will ihn machen! Wir machen ein Battle,
eine bessere Letzte als für die Monima. Das mache ich oder du? Ich bin nicht so der Tänzer, nein. Also eher nicht. Ich schau lieber. Nur die Monima ist 6 Jahre alt, ne? Teuer Spiel von der aber. Gib mir Glas weg. Glas, Mami. Dann zeig dir mal, wie das geht. Fabrice erweist sich wieder einmal als das Gegenteil einer Stimmungskanone. Er macht lieber einen auf Gentleman, hat Angst und schweigt. Voll überfordert, der kleine Mann. Der ist so sweet, eigentlich so voll lieb. Hier so. Also ich würde gleich voll über ihn herfallen. Aber na, bitte, über sowas falle ich nicht her. Ich will einen gescheiten Typen, so einen wie ein Dieselhauerer, ne? Da ist er noch weit davon entfernt. Also so ein Lapdance beeindruckt mich eigentlich nicht wirklich. Mich interessiert es mehr, dass man mit einer Frau sich gut unterhalten kann und gut reden kann. Und was trinken kann. Was machen wir jetzt mit dir? Was hättest du gern, dass wir mit dir machen? Ja, genau. Was hättest du gern, dass wir mit dir machen? Gar nichts. Gar nichts. Dann lass mal eine Massage. Oder was mit dir trinken oder irgendwas? Die zwei, ich glaube, die kommen schon sehr betrunken vorher. Aber wir haben auch ein paar Gläser hier getrunken, also ich glaube, die sind schon sehr betrunken jetzt, ja. Deswegen ist es Zeit, nach Hause zu fahren. Du trinkst da? Na, okay, du fahrst. Okay, ja, ist okay. Nein, er trinkt das, weil er fährt. Du trinkst das. Er ist der Fahrer. Gib ihm das. Cheers. Oh, mein Gott, ich bin hinter dir. Ups. Da war doch was. Genau, die teure Handtasche direkt in der Ziellinie von Taras Schleudercocktail. Meine neue Prada-Tasche. Ich habe meinen scheiß Blazer gleich genommen, weil wer braucht den Blazer? Die Tasche ist wichtig, die war teuer. Mit meinem Blazer die Tasche abgewischt und so. Mein Baby, das geht nicht, dass die jetzt nass ist. Das ärgert mich so. Da hätte ich es lieber trunken, als dass meine Tasche nass wird. Ein lehrreicher Abend geht dem Ende zu. Tara hat kapiert, dass sie ihre Cocktails lieber trinken sollte, als sie in ihrer Tasche mit nach Hause zu nehmen.